Hier schon auf der nächsten Folie eine Formel. Das wird sehr geil. Ich habe mich auch schon gerade. Bitte keine Spoiler. Entschuldigung. Vielleicht böse gemeint. Eine Sache noch. Wie immer sammeln wir Geld für die Kinderkrebsstation im Klinikum und freuen uns, wenn da ein bisschen was zusammenkommt, damit wir denen dann mal einen kleinen Scheck schreiben können. Und das Geld geht komplett, was da reinwandert, auch ans Klinikum, damit da keine Missverständnisse aufkommen, die sie schon hatten. Dass alles, was da reingeht, wird auch gespendet von uns. Ein neues Auto? Bitte? Gibt das neues Auto? Was ist das? So, damit übergebe ich den heiligen Zeigestab an dich und freue mich auf die Präsentation. Oh Gott. Ja, hi. Ich habe versucht, für heute Abend so eine kurze Einführung in die Analyse sozialer Netzwerke vorzubereiten. Vielleicht eher so eine Art Aperitif für das Thema, weil in der Kürze der Zeit kann man das nicht umfassend behandeln. Das ist einerseits ein ziemlich abstraktes Thema, andererseits habe ich versucht, zu jedem Konzept, was ich so vorstellen will, so ein anschauliches Fallbeispiel auch auszusuchen. Vielleicht kurz zu mir und was meine Verbindung zu dem Thema ist. Also ich bin Doktorand am KIT im Bereich Informatik. Und mein Job ist es, Algorithmen zu bauen. Und soziale Netzwerke ist so eine Klasse von Datensätzen, die immer mal wieder auf meinem Schreibtisch landet. Und das hat irgendwie auch mein Interesse so als verkappter Soziologe geweckt, weil ich es immer sehr interessant finde, was man anhand dieser Daten eigentlich vorhersagen und erklären kann und wie man soziale Phänomene verstehen kann. Also bei sozialen Netzwerken denkt man vielleicht zuerst an so Online-soziale Netzwerke, aber ich will das ganz allgemein verstehen. Also ein soziales Netzwerk ist immer dann da, wenn wir anfangen, unsere sozialen Beziehungen so abstrakt zu modellieren und sie automatisch zu analysieren. Also ich werde im Laufe des Vortrags alle möglichen Themen anschneiden, zum Beispiel glücklich sein, Drogenkonsum, Romanzen und Spionage. Aber ich werde anfangen mit Mathematik, da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Wir müssen nämlich definieren, was ein Graph ist. Ein Graph ist das mathematische Modell eines Netzwerks, mathematische Abstraktion eines Netzwerks, also Objekte, die untereinander verbunden sind. Also im ersten Semester Informatik kriegt man das dann so vorgesetzt, ein Graph ist ein Tupel, je besteht aus einer Menge Knoten und einer Menge Kanten. Man sagt, es sind n Knoten, n Kanten und jede Kante ist halt so ein Paar von Knoten. In dem Fall ist es ein ungerichteter Graph, also das Paar ist ungeordnet und mit diesen Definitionen kann man anfangen, Konzepte und Strukturen zu definieren, zum Beispiel den Knotengrad. Der Knotengrad ist ganz einfach die Anzahl der Kanten, die an so einem Knoten anliegen. Okay, also hier haben wir ein Beispiel, das erste Beispiel, 34 Knoten, 78 Kanten und hier haben wir zum Beispiel den Knoten 0, der hat den Grad 16 und oben den Knoten 33, der hat den Grad 17. Soweit so abstrakt. Was ist das jetzt konkret? Konkret ist das ein soziales Netzwerk und zwar das Netzwerk der Freundschaftsbeziehungen in einem Kampfsportverein. Das ist ein sehr frühes und sehr bekanntes Beispiel aus der Netzwerkanalyse. Die Story ist so, dass sich dieser Kampfsportverein irgendwann mal im Streit gespalten hat, in zwei Teile. Und zwar gab es hier einen Konflikt zwischen zwei Hauptakteuren, die hatten irgendwie eine Meinungsverschiedenheit über die Politik des Vereins. Und das ließ sich wohl nicht lösen und dann hat sich der Verein gespalten in zwei Teile. Und zwar genau entlang dieser Linie. Und wenn man jetzt das Netzwerk der Freundschaftsbeziehungen in diesem Verein anschaut, dann kann man vielleicht sehen, okay, irgendwie hat sich abgezeichnet, dass es diese Linie sein würde. Denn der hat hier so seinen Cluster, der hat hier so seinen Cluster. Und die beiden Hauptakteure sind auch in dem Fall die Knoten mit dem höchsten Grad. Also nur ein kleines Beispiel. Was sagt jetzt der Grad aus über die... Ja, vielleicht. Das ist der Freundschaft oder was ist das? Na, die haben die meisten Freunde. Kannst du interpretieren, was das jetzt bedeutet? Also offenbar waren das jetzt hier wichtige Figuren in diesem sozialen Netz. Und sie hatten so jeweils ihre Gruppe um sich herum. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel. Das kann man beliebig skalieren. Also nehmen wir Facebook. Facebook hat 1,3 Milliarden Nutzer, Tendenz steigend. Der Durchschnittsgrad, also die durchschnittliche Anzahl an Kontakten ist 130
Das heißt, wir haben etwa 170 Milliarden Kanten in diesem Netzwerk. Und Facebook ist ständig dabei, diesen Graphen zu analysieren und verdient damit anscheinend Geld. Was ich also jetzt im Laufe des Vortrags machen möchte, ist jeweils so ein Konzept aus der Netzwerkanalyse herzunehmen, es zu definieren und dann ein konkretes Beispiel dazu zu liefern. Fangen wir mal mit etwas ganz Einfachem an. Das Konzept ist die Pfadlänge. Die Pfadlänge ist einfach, wie viele Sprünge muss ich machen, um von einem Knoten zu einem anderen zu kommen, also den kürzesten Weg durch das Netzwerk zu finden. Und was man erstaunlicherweise bei sozialen Netzwerken sieht, die sind oft sehr groß, aber diese durchschnittliche Pfadlänge ist wirklich klein. Vielleicht habt ihr mal gehört, jeder Mensch kennt jeden anderen Menschen auf der Welt über 6 Ecken. Das ist nicht nur eine Legende, das ist auch experimentell bestätigt. Also in den 60er Jahren gab es da schon Experimente mit dem Rumschicken von Postpaketen und da kam man raus, 5,2 ist so die durchschnittliche Pfadlänge. Und heutzutage gibt es Wissenschaftler bei Facebook, die können das ganz einfach analysieren, die sagen 4,7. Also jeder kennt jeden über circa 5 Ecken. Nächstes Konzept, Zentralität. Das ist vielleicht genau die Antwort auf die Frage, was heißt das jetzt, dass der jetzt einen hohen Grad hat. Also Zentralitätsmaße, die wollen die Wichtigkeit eines Knotens im Netzwerk bewerten anhand der Verbindung. Und da gibt es jetzt verschiedene Definitionen. Hier sind jeweils nach verschiedenen Definitionen die Knoten rot eingefärbt, die am wichtigsten sind, am zentralsten. Da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ich zeige euch lieber ein Fallbeispiel, was man mit Zentralitätsanalyse tun kann. Das Fallbeispiel ist die Story von einer Firma, langjährige Consulting-Firma oder so, die auch langjährige Angestellte hatte, alles sehr eingearbeitet und plötzlich kommt dieser neue CEO frisch von einer renommierten Business School und beginnt, alle möglichen Umstrukturierungen durchzuführen. Also er zeichnet sich so sein Organigramm, wie sich die Firma vorstellt und strukturiert das entsprechend schön hierarchisch mit sich selbst an der Spitze, dann Untermanager, Untereinheiten und so weiter. Und plötzlich stehen irgendwie alle Räder still in der Firma. Es funktioniert nichts mehr, Akten gehen verloren etc. Und keiner weiß so recht warum und dann kommt jemand auf die Idee, lass uns doch mal soziale Netzwerkanalyse auf das Problem loslassen. Und es wird ein Netzwerk konstruiert, in dem man die Mitarbeiter fragt, wen von deinen Kollegen fragst du in beruflichen Fragen um Rat? Und was man halt sieht, ist, dass ganz klar die zentralste Person in diesem Netzwerk die Sekretärin Frieda ist. Und im Rahmen der Umstrukturierung wurde ausgerechnet Frieda versetzt aus dem Hauptsitz der Firma weg. Man hat das dann korrigiert und danach lief es irgendwie wieder. Also Fazit, die Hierarchien in Netzwerken sind oft sehr anders als die formellen Hierarchien. Noch so ein Konzept, Assortativität. Ein schwieriges Wort für eine einfache Idee. Ja. Assortativ ist ein Netzwerk, wenn Kanten vor allem zwischen gleichen Knoten existieren. Also irgendein Merkmal, die Knoten sind gleich bezüglich dieses Merkmals oder ähnlich und dann haben sie bevorzugt Verbindungen miteinander. Der Volksmund sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Der Soziologe spricht von Homophilie, wenn so ein Phänomen auftritt. Und hier ist ein schönes Beispiel, wieder eine sehr frühe soziale Netzwerkstudie. Und zwar ist das Freundschaftsnetzwerk einer 7. Klasse. Und das ist offenbar ein sehr assortatives Netzwerk bezüglich eines Merkmals, nämlich Geschlecht. Das sind Jungs und das sind Mädchen. Die Ecke sind Jungs, drei sind Mädchen. Und es gibt zweimal den Fall von Junge nominiert Mädchen als Freund und Mädchen nominiert Junge als Freund, aber man beachtet, das ist eine gerichtete Kante, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ja, dazu vielleicht jetzt nochmal ein
eine schöne Studie auf einem größeren Netzwerk. Man hat in den USA mal eine Population von 5000 Menschen sehr genau erfasst und auch über viele Jahre hinweg immer wieder befragt und getrackt. Und unter anderem hat man ihr soziales Netzwerk konstruiert. Man hat also gefragt, mit wem hast du sozialen Kontakt? Darauf leitet man das soziale Netzwerk ab. Dann hat man sie auch nach allen möglichen Dingen gefragt, unter anderem die Frage, bist du glücklich? Also bist du zufrieden mit deiner aktuellen Lebenssituation? Schaust du zuversichtlich in die Zukunft? Solche Fragen halt. Und wenn man dieses Netzwerk dann zeichnet mit diesem Merkmal, dann sieht man hier, die gelben Knoten sind glücklich und die blauen Knoten sind unglücklich. Und was man vielleicht schon visuell hier sieht, ist, dass sich Cluster bilden. Cluster glücklicher Menschen, Cluster unglücklicher Menschen. Und was man statistisch herausfindet, ist, dass es starke Korrelationen gibt. Also Person A ist glücklich, die Wahrscheinlichkeit, dass Person B glücklich ist, ist höher, wenn die beiden verknüpft sind. Und zwar nicht nur direkt, sondern auch über drei Ecken hinweg. Also ein Freund von einem Freund von einem Freund, dessen Glückszustand hat eine Korrelation mit meinem eigenen Glückszustand. Wie wird denn da Glück gemessen? Das wäre mal ganz interessant, finde ich auch. Das ist eine Frage für die Soziologen, nicht für mich. Das war halt ein Fragebogen von einer Reihe von Fragen, wie zum Beispiel, bist du aktuell zuversichtlich, was die Zukunft angeht und so. Weiß nicht, das musst du die Soziologen fragen, ob das gut ist oder nicht. Du findest ja daraus einen Index, den kannst du dann modellieren oder wie? Binäres Merkmal, glücklich oder nicht? Okay, nur die anderen, also die Grünen sind alle gesagt glücklich und die Blauen. Die Grünen sind, glaube ich, vielleicht sind die weder noch. Also die Gelben sind glücklich, die haben gesagt jo und die Blauen nö und daraus hast du das Ding gebaut. Quasi. Ich habe es nicht gebaut, sondern Paula und Pistakis, so im Grunde so. Also es gibt diese erstaunliche Korrelation über viele Ecken hinweg und jetzt wissen wir hoffentlich alle, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist. Also nur weil was zusammen auftritt, heißt ja nicht, dass das eine das andere bedingt. Aber sie haben es so analysiert, dass sie tatsächlich auch eine Kausalität ableiten können. Das bedeutet, sie haben es so ausgedrückt, wenn ein Freund, der irgendwie in meiner Nähe wohnt, plötzlich seinen Zustand hin zu glücklich ändert, dann steigt meine Glückswahrscheinlichkeit um 25%. Und zwar kausal. Also das Glück ist tatsächlich ansteckend und breitet sich über soziale Netzwerke fort. Genauso Unglück. Kurze Frage, ja. Haben wir nicht auch ein Gegenbeispiel geguckt? Es könnte ja auch Menschen geben, die sehr glücklicher werden, wenn die Umwelt weniger glücklich wird. Die Kohle... Also bei den 25%, das sind ja Spiele. Ich glaube, der umgekehrte Effekt war halt auch da. Wenn du in einer unglücklichen sozialen Umgebung dich bewegst, dann ist deine Wahrscheinlichkeit hoch, dass du unglücklich wirst dadurch. Also ich glaube, sie haben beide Richtungen getestet. Plattenbauten-Effekt oder so. Und auf denselben Daten hat man alle möglichen Effekte getestet, auf dieselbe Art und Weise. Zum Beispiel Rauchen. Es gibt Cluster von Rauchern und Cluster von Nichtrauchern. Und offenbar haben sich die Zeiten geändert zwischen 1971 und 2000. Also hier die gelben Knoten sind die Raucher. Die sind krass ausgestorben. 2000. Und zwar auf die Art und Weise, dass ganze Cluster auf einmal aufgehört haben zu rauchen. Also es ist offenbar nicht eine rein individuelle Entscheidung, sondern man hat festgestellt, ein so ein Cluster hört plötzlich auf zu rauchen. Okay, das war auf Daten, die öffentlich zugänglich sind für die Wissenschaft. Es gibt große soziale Netzwerke, wirklich wertvolle Daten, die sich leider in Privatbesitz befinden, von Facebook Incorporated. Und Facebook beschäftigt Wissenschaftler, so ähnlich wie mich, Soziologen, Algorithmiker und so weiter. Und die sind in der glücklichen Lage, auf die Daten zugreifen zu können und sie teilen dummerweise nicht. Die teilen nicht. Nein, die teilen nicht. Aber wenigstens schreiben sie Papers und veröffentlichen ihr Ergebnis. Und das ist ein schönes Paper.
heißt Romantic Partnerships and the Description of Social Ties. Und die Frage hier war, lassen sich romantische Partnerschaften vorhersagen, allein aus der Struktur des sozialen Netzwerks? Also ihr kennt das sicher auf Facebook, kann man angeben, dass man sich in einer Partnerschaft befindet. Und da haben sie gesagt, okay, gegeben ist dieses Freundschaftsnetzwerk auf Facebook und wir nehmen uns irgendeine Person heraus, die in einer Partnerschaft ist, können wir jetzt mit unseren Algorithmen vorhersagen, wer denn das Gegenüber in dieser Partnerschaft ist. Ergebnis, allein diese soziale Netzwerkstruktur ist der beste Prädiktor dafür. Also es lässt sich am besten vorhersagen, welche Person das jetzt der Partner oder die Partnerin ist. Sehr viel besser, als wenn man irgendwie komplexe Sachen zusammenwirft, zum Beispiel, wie viele Nachrichten haben die geschrieben, wie oft kommen die zusammen in Fotos vor. Kann man alles ignorieren, man kann sich nur das Netzwerk der Freundschaften anschauen. Und dann ist es halt so, nehmen wir Person X raus, die ist in einer Partnerschaft, wir wissen nicht mit wem, und unser Algorithmus sagt uns, okay, Person Y ist es. Der Algorithmus hat in mehr als 50% der Fälle recht. Also wie das funktioniert, kann ich vielleicht so grob erklären. Das funktioniert, also man muss wissen, dass wir als Individuen verschiedenen sozialen Clustern angehören. Also zum Beispiel unser Arbeitsplatz, die Universität oder der Sportverein und so. Es gibt so verschiedene Fokuspunkte unseres sozialen Lebens und die äußern sich als Cluster und wir gehören mehreren von diesen Clustern halt an. Und wenn es jetzt nun zwei Individuen gibt, die miteinander befreundet sind und gleichzeitig gibt es dieses bestimmte Muster an Freundschaften, also diese Person hat so immer wieder vereinzelt Freundschaften in viele der Cluster einer anderen Person, dann ist die hohe Wahrscheinlichkeit da, dass diese Verbindung eben eine romantische ist. Das ist, scheint anscheinend das typische Muster zu sein, was dann in einem sozialen Netzwerk entsteht über lange Zeit. Wie isoliert man jetzt die beiden? Isoliert inwiefern? Also du musst ja die beiden Punkte in der Mitte von diesen Kreisen finden. Und dann die pickst du dir einfach aus dem Netzwerk raus und dann schaust du dir deren Nachbarn an und die Nachbarn der Nachbarn. Dann hast du dieses... Einen kennt man schon. Mit einem fängst du ja an, um den seinen Partner zu suchen. Du musst quasi jeden anderen... Alle anderen. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass die halt noch ein eigenes Cluster teilen, weil in der Beziehung hat man ja eigentlich auch Gemeinschaftsverantwortung. Das kann auch sein, das ist jetzt, liegt jetzt an der Darstellung. Ach so. Okay. Also, die sind mehr vernetzt wahrscheinlich. Dieser Cluster und der Cluster könnten derselbe sein. Ah, okay. Ja. Das war das nämlich. Okay, Also du meinst mehr als 50%? Also stimmt das? Mehr als 50% Treffer wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit, oder? Also wenn doch, ich rate. Bei 130 Freunden, wenn du einen rauspickst und der ist mit mehr als der Hälfte, ja. In mehr als der Hälfte fällt der Richtige. Du hast ja 130 Möglichkeiten. Ach so, okay, klar. Zu raten wäre halt, einen von den 130 zu picken. Okay, also das finde ich immer ein nettes Beispiel dafür, was man vorhersagen kann und analysieren kann aus sozialen Netzwerkdaten. Und irgendwie gibt einem das auch ein bisschen zu denken bezüglich der Frage der Privatsphäre und Datenschutz. Also der naive Facebook-User denkt vielleicht, er hat seine persönlichen Daten unter Kontrolle, weil er selbst entscheiden kann, was er da in sein Profil reinschreibt. Also man kann halt auch nicht in sein Profil schreiben, dass man in einer Beziehung ist und nicht mit wem und so weiter. Facebook weiß das mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem. Und das ist nur ein Beispiel. Und diese Netzwerkstruktur und diese Korrelationen, die da existieren, die sagen extrem viel über das Individuum aus. Und das zeigt uns irgendwie, dass Privatsphäre eigentlich nicht so ein individuelles Ding sein kann, wo jeder irgendwie über seine Daten Kontrolle haben kann. Und damit leite ich dann mal über zu so einem Thema, was irgendwie bei diesen Feierabenden der Netzstrategie immer wieder kommt. Hier, das ist ein sehr großes digitales soziales Netzwerk, bei dem ich wenigstens noch entscheiden kann, ob ich beitrete oder nicht. Bei dem wohl größten digitalen sozialen Netzwerk der Welt kann ich das nicht mehr.
Und wir wissen durch die Enthüllung von Edward Snowden, dass die NSA seit 2010 damit beschäftigt ist, einen gigantischen Social Graph zu bauen, möglichst vieler Menschen auf der Welt, aus allen möglichen Datenbanken und Datenbasen ziehen sich da die Informationen raus, Telefonanrufe, E-Mail-Kontakte, natürlich Facebook, also der Facebook-Graph ist einfach nur ein Teil von diesem NSA-Graphen. Bankdaten, also Finanztransaktionen, Passagierlisten, staatliche Melderegister, Steuerdaten, Geodaten anhand von GPS-Koordinaten oder Handydaten etc. Und das Ganze reichern sie an zu einem gigantischen, zu einer gigantischen Graph-Datenstruktur mit allen möglichen Attributen. Und was man alles aufgrund dieses Graphen vorhersagen kann, das würde ich gerne wissen, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich muss ich dazu eine dieser Karriereoptionen hier für Informatiker und andere IT-Profis wahrnehmen, bei dieser Organisation mit dem schönen Werbespruch bei Intelligence Goes to Work. Ja, okay, damit wäre ich auch schon am Ende. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen so einen groben Überblick geben können darüber, was ein soziales Netzwerk ist, wie man es analysieren kann, was für Informationen man eventuell da herausziehen kann. Ja, haben wir noch Zeit für Diskussion? Ja, klar. Also nur ein Thema, glaube ich. Dann frage ich das. Das sind so klassische Anwendungsfälle, also was für Aufgaben, also was machst du jetzt genau, wenn du dafür arbeitest? Also ich wollte vor allem darüber hier mal präsentieren, weil ich in meiner Arbeit immer auf der Ebene arbeite. Also selten viel Kontakt mit der Anwendungsdomäne habe. Also ich entwerfe Algorithmen. Und dann ist ein Graph für mich halt eben eine Menge von Knoten und von Kanten. Und es ist egal, was der abbildet. Der kann auch viel mehr Dinge abbilden als nur soziale Netzwerke. Der kann zum Beispiel das World Wide Web abbilden. Und Googles Suchindex basiert zum Beispiel auch auf der Berechnung von solchen Zentralitätsmaßen auf einem Webgraphen. Also, Wie war der? Ja. Sich die Kante geben hat diese ganz andere Bedeutung bei euch, gell? Hat es einen Sinn, dass ich so 20 sinnlose Freunde in mein Facebook-Profil einbaue? Was sind sinnlose Freunde? Die Bäuerin vom Tegernsee und die französische Fischerin und also sonst mal ein bisschen denkt, bisschen diffuser machen? Um abzulenken. Ja, genau. Und mit eigenen Interessen, 20 Interessen eingibt, die ich gar nicht habe oder sowas. Ja? Schon, oder kriegt aber das rechnen die alles raus, so wie ihr. Ich arbeite da ja nicht. Nee, so. Das würde natürlich die Datenlage verändern, aber es kommt halt auf die Masse der Daten an. Wenn die Mehrheit deiner Freunde immer noch die richtigen Freunde sind, dann sagt es halt was für mich aus. Ja. Na gut, ich verliere wahrscheinlich die richtigen Freunde dann irgendwann, wenn ich dann genau so komische Freunde habe. Ja. Ist für ja auch ein riesiger Markt, Strategien zu entwickeln, wie man sowas sabotiert. Also ich würde dafür vielleicht sogar zahlen. Wenn mir jemand sagen oder was? Ja, also wenn ich denen das schwer machen könnte, irgendwie, wenn mir jemand sagen würde, du machst es denen jetzt extrem schwer, also rauszufinden. Also dann für diesen NSA Social Graph müsste so alle möglichen Kontakte faken oder simulieren und so, ist es extrem schwer, das zu sabotieren, würde ich sagen. Weil wir durch unser normales Leben ja diese Metadaten überall hinterlassen. Das ist halt auch mit Parallelen. Ja, tauschen die Handys am Zug. Ja, genau, Handys tauschen und sowas. Umso mehr Daten, also die Masse macht das doch alles ein bisschen ungenau, oder? Ich würde eher denken, genau, oder? Je mehr Daten da sind. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, die NSA ist nicht in der Lage,
zeigen ja auch irgendwelche Terroranschläge, die sie ja mit ihren Datensammelaktionen verhindern wollen. Die sind nicht in der Lage, irgendwas zu kontrollieren. Hoffentlich. Sie können vielleicht explizit auf irgendwelche Suchalgorithmen zugreifen, die sie halt vor in irgendeiner Weise auserkoren haben. Aber ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass sie nicht wissen, was in 2 Monaten passiert anhand der Daten. Das ist eine gute Frage, wie genau sie was vorhersagen können anhand dieser Daten. Da habe ich auch selber keinen wenig Einblick. Es ist halt schwierig, sich das auch vorzustellen. Ich meine, mit einem bestimmten Supercomputer kann man bestimmte Sachen simulieren, aber ich bin in der festen Überzeugung, weil wir halt alle individuell denken, sind wir halt zum Teil berechenbar, aber auch zum Teil überhaupt nicht, keine Ahnung, wie man das nennt, speicherbar oder... Ansonsten würden ja keine Bomben hochgehen, oder wie die NSA das ja immer so fähig zu sagen. Oder alle anderen Geheimdienste. Okay. Das ist ja nicht nur die NSA, die da fröhlich sind. Schwer zu sagen, wie gut die Vorhersagekraft von sowas ist. Aber sie werden eine Motivation haben, dass sie viel Geld da rein investieren, viel Arbeit. Ja, die Frage war noch bei dem Schauentreiter. Da ist ja die Häufigkeit, spielt ja bei den ganzen Schauentreitern eine große Rolle, oder? Aber nicht die Wichtigkeit einer Verbindung. Also es war zum Beispiel bei dem gerade unterrepräsentiert, weil wenn 0 und 32 verheiratet sind, dann ist die gestrichene Linie unwahrscheinlich verkürzt. Das stimmt. Also man abstrahiert natürlich einiges weg, wenn man jetzt jede Verbindung als gleich wichtig betrachtet. Man könnte aber sagen, die Verbindungen sind gewichtet. Wir assoziieren mit jeder Verbindung noch einen Faktor oder eine Zahl, der die Wichtigkeit der Verbindung angeht. Dann würde man halt sagen, verheiratet bedeutet 10 und mal kurz über den Weg gelaufen 1. Man kann das halt auch modellieren. Was würdest du denn gerne mal abbilden? Als Graphen, ja. Oder als soziales Netzwerk. Was dir lieber ist. Das menschliche Gehirn hat ungefähr 10 Milliarden Knoten und Trillionen von Kanten und so weiter. Wir sind leider noch nicht in der Lage, das als Graphen abzubilden. Echt? Und zu analysieren und so. Ja. Das ist jetzt kein soziales Netzwerk, aber das wäre spannend. Okay. Was ist deine Doktorarbeit? Was machst du da? Algorithmenentwicklung. Ne? Mit einem Ziel? Oder also, was ist? Eher ein Doktortitel. Also. Aber ist nicht irgendwie 100 Algorithmen? Doch, die sind auch intrinsisch interessant natürlich, die Algorithmen einfach schneller zu machen, ohne dass man konkrete Anwendungen dahinter hat. Also ich arbeite an allen möglichen Graphenalgorithmen. Ja. Arbeitest du explizit an Graphenalgorithmen oder generell an... Bitte? Arbeitest du explizit an Graphenalgorithmen für die Graphen? Ja. Ja, explizit an Graphenalgorithmen. Weißt du, warum man es noch nicht in der Form abbilden kann? Erstens kann man es noch nicht so genau auflösen, also jedes einzelne Neuron und seine Verbindung, da ist man mit... Also, anscheinend noch nicht so weit, das wirklich abbilden zu können. Und zweitens braucht man einen verdammt großen Computer dafür, für solche Datenmengen und verdammt leistungsfähige Algorithmen. Ich glaube, das ist von der Informatikseite auch noch nicht so weit, dass man das kann. Cool. Also wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann nochmal Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Ich habe es weitergebracht, dass ich jetzt zum Glück. Vielen Dank, mich hat es weitergebracht.